So, herzlich willkommen. Wir machen wieder eine Prüfungsfahrt heute Morgen. Wir fahren jetzt links und ich erspare mir wieder den Weg vom TÜV hier hoch. Und ihr seht auch, das Wetter ziemlich, naja, bescheiden, kann man sagen. Wir haben jetzt nur noch 14 Grad, aber wir haben Juli, das muss man natürlich auch dazu sagen. Und die Prüfung heute Morgen, da hat es ein bisschen mehr geregnet wie jetzt. Und was jetzt bei so einer Prüfung dann wichtig ist, dass ihr am besten gleich das Licht einschaltet, wenn man so ein bisschen so trübes Wetter hat. Und vor allem, wenn wir so Bedingungen haben, dass ihr dann ein bisschen drauf achtet, auf die Abstände, vor allem vielleicht auch das Auto nicht abmurkst. So. Kann passieren. Er ist jetzt natürlich auch nervös, weil er zwar nicht gefilmt wird direkt, aber weil dann Film davon gemacht wird. Also nochmal, ihr müsst einfach dran denken, dass bei so Wetter müsst ihr mehr an die Abstände und an die Geschwindigkeiten denken. Und ich werde euch dann nachher noch auch was sagen, natürlich im Laufe der Prüfung, dass die Fahrschülerin dem Prüfer zum Beispiel gesagt hat, und das fand ich ganz gut, weil ich immer wieder sage, wenn ihr irgendwas extra macht, dann sagt es dem Prüfer auch, dass der Bescheid weiß und sich nicht wundert, warum ihr jetzt irgendwas anders macht. Ja, es gibt also schon geheimnisvoll los. Ich werde jetzt nachher dann gleich sehen, was ich meine. So, also, wir stehen hier wieder an der roten Ampel und wie schon tausendmal gesagt, nutzt diese Pausen an der Prüfung, um wieder ein bisschen runterkommen. Einfach auch mal das Lenkrad loszulassen, gucken, dass ihr nicht verspannt seid. Auch ein bisschen auf die Atmung achten. Ihr wisst, einfach dann langsam atmen. Und jetzt, wenn es grün ist, geht es wieder einfach ganz locker los. Und auch nochmal, ich habe jetzt schon ein paar E-Mails bekommen und so, warum ich so viel rede während den Fahrstunden. Das ist jetzt keine sozusagen normale Fahrstunde, sondern wie gesagt, ich fahre nochmal die Prüfungsstrecke nach mit möglichst vielen Erklärungen, damit sich das meine Fahrschüler nochmal angucken können und einfach so spezielle Prüfungsstrecken sehen. Und diese Prüfungsstrecke war ziemlich anspruchsvoll heute. Und da kann man eine Menge rausholen aus dieser Prüfungsstrecke. Ah, ihr seht jetzt, wenn ihr das Video dann später anguckt, in ein paar Monaten oder so, die deutschen Flaggen an des Autos. Wir haben ja gerade WM und auch gestern der historische Sieg 7:1 gegen Brasilien. Deswegen sind wir ja alle noch in so einer kleinen Euphoriewelle. Klar, natürlich mit dem Prüfer, sehr schönes Gesprächsthema. Und das muss ich auch sagen, das war heute Morgen jetzt wieder eine sehr angenehme Stimmung so beim Fahren. Der Prüfer sehr freundlich und so, und das muss man auch sagen. Also ihr braucht vor einer Prüfung keine Angst haben. Die Prüfer sind echt in Ordnung. So, also wir fahren jetzt in Tübingen und fahren dann da vorne raus auf die Kraftfahrstraße. Normalerweise, auch nochmal so ein bisschen zur Wiederholung, müsst ihr 15 Meter Abstand halten in der Stadt. Und wie gesagt, wenn es regnet, wenn es nass ist, dann ein kleines bisschen mehr. Weil die Abstände, die vorgeschriebenen Abstände, die gelten immer bei den optimalen Bedingungen. Und da es ja heute regnet, wir eine nasse Fahrbahn haben, haben wir natürlich keine optimalen Bedingungen. Das heißt, ich muss ein kleines bisschen mehr Abstand halten. Aber ihr dürft es dann auch nicht übertreiben und zu viel Abstand halten. Das ist wieder so ein bisschen Fingerspitzengefühl. So, dann mit der Geschwindigkeit, denkt dran, ihr müsst für euch alleine fahren. Ihr dürft nicht den anderen Autos hinterherfahren. Ich habe mich jetzt wieder ein bisschen schlau gemacht. Ich habe die neue Prüfungsrichtlinie bekommen und ein bisschen drin geschmökert. Und da steht es extra drin, dass sich ein Fahrschüler an die vorgegebenen Geschwindigkeiten halten muss, auch wenn der Verkehrsfluss anders ist. Das heißt also, wenn hier jetzt alle mit 70 rausfahren, dann müsst ihr trotzdem 50 fahren. So. Jetzt, wenn ich hier Richtung Reutlingen rausfahre, ist das als Fahrschüler schon mal wichtig. Ich muss bisschen gucken, was vor mir los ist. Ich habe da vorne ein LKW und es geht nämlich jetzt gleich den Berg hoch und ich muss die 50 jetzt noch halten
Aber ich muss dann wahrscheinlich den LKW überholen. Das heißt, dass ich mich jetzt da schon ein bisschen drauf einstelle. Ich kann nämlich jetzt auch schon ein bisschen so in den Rückspiegel gucken, was hinter mir dann los ist, ein bisschen orientieren. So, und jetzt geht's. Der will jetzt schon. Wir sind noch nicht mal bei dem LKW, dann kannst du nicht rausfahren, sondern wir müssen den LKW erstmal erreichen. Den Berg hoch müsst ihr den Motor höher drehen, bevor ihr schaltet, sonst fällt die Drehzahl zu arg ab. Okay, jetzt kann ich schalten. So, und was ich jetzt gemeint habe vorher, wenn wir natürlich jetzt eine nasse Fahrbahn haben, können wir hier nicht volle Kanne auf der Kraftfahrstraße fahren, sondern ihr müsst eure Geschwindigkeit so ein bisschen anpassen. Und heute Morgen hat es mehr geregnet und dann hat die Fahrschülerin zu dem Prüfer gesagt, sie fährt ein bisschen langsamer wegen der Witterung. Und das war natürlich echt perfekt, weil der Prüfer, sehr gut und so. Und dann wusste er Bescheid. Weil das zum Beispiel ein Prüfer ist, der eigentlich Wert legt, dass man auf der Kraftfahrstraße einfach auch 120 fährt, wenn es erlaubt ist. So, der ADAC, der empfiehlt, wenn wir so eine nasse Fahrbahn haben, 80. Das heißt also, ihr solltet, wenn wir jetzt so Fahrbahnverhältnisse haben, eure Geschwindigkeit so zwischen 80 und 90 einpendeln. Wir fahren jetzt knapp 80, das heißt also, jetzt nicht unbedingt großartig anfangen zu überholen, aber auf den Abstand achten, also auf keinen Fall dichter auffahren wie jetzt. Ihr seht auch, der Scheibenwischer, der ist auf Intervall geschalten, weil wenn ich den hochschalte, ich finde es immer so ein bisschen nervig, wenn da die ganze Zeit diese Balken vor allem rauf und runter gehen. Und solange das reicht, Intervall, lasst ihr das einfach drin. So, und ihr seht, wir haben doch eine ziemlich nasse Fahrbahn und da dürft ihr also auf keinen Fall schneller fahren wie zwischen 80 und 90. Auch wenn es die anderen machen, ihr werdet jetzt gleich wieder erleben, dass wir überholt werden. Egal, der wird es dann vielleicht schon irgendwie sehen, wenn er ein paar Planning erlebt. So, jetzt hat der Prüfer gesagt, wir verlassen dann die Kraftfahrstraße an der nächsten Ausfahrt. Und jetzt auch ganz entspannt weiterfahren, natürlich jetzt hier nicht gleich anfangen mit Blinken oder weiß ich was, Gas weggehen, sondern ganz normal weiterfahren. Und ihr wisst es, ihr sollt gar nichts machen, ihr habt die Ankündigungsschilder. Wir haben da vorne jetzt noch 400 Meter und bei 300 Meter sollt ihr anfangen mit Blinken. Das heißt also jetzt, wenn ich das 300 Meter Schild erreiche, gucke ich einfach kurz in den Innenspiegel, setze den Blinker rechts und dann bin ich schon fertig, dann brauche ich nichts mehr machen. Auch die Geschwindigkeit könnt ihr hier jetzt halten, ihr braucht gar nicht arg langsamer fahren. So, jetzt weg vom Gas und dann fahren wir hier schön raus und dann aber sofort anfangen mit Bremsen, Eingang runterschalten und schauen, dass ihr mit 50 hier wegfahrt, immer dass ihr bei 50 kommt. So, wir fahren jetzt die nächste rechts weiter. Stoppstelle, ganz wichtig. Linker, rechts. So, und jetzt langsam werden und jetzt gar nicht gucken, gar nicht runterschalten, sondern einfach die Kupplung drücken, das Auto ranrollen lassen und wichtig hier ganz nach rechts fahren und vor bis zu der Haltlinie. So, und stopp. Dann den ersten Gang rein, schauen und wenn es frei ist, können wir losfahren. Sehr schön. So, wichtig natürlich nochmal zur Stoppstelle. Ihr müsst natürlich auch anhalten, wenn kein Auto kommt. Das solltet ihr also aus dem Theorieunterricht noch wissen. Und deshalb auch mein Rat, immer nicht runterschalten, nicht anfangen zu gucken, sondern wirklich nur auf das Stoppschild konzentrieren, die Kupplung drücken, das Auto ranrollen lassen und anhalten. Und erst dann nach dem Verkehr schauen. Dann ist gewährleistet, dass er nicht aus Versehen drüber fährt. So, da vorne seht ihr schon Häuser auf euch zukommen. Das heißt also, ihr könnt jetzt schon ein bisschen weggehen vom Gas, weil da kommt bestimmt gleich das Ortsschild, da könnt ihr euch drauf vorbereiten. Und beim Skoda, wie gesagt, die Sachen, die ich euch mit Schalten und so sage, beziehen sich immer nur jetzt auf diesen Skoda. Heißt, runterbremsen und runter in den dritten Gang, da ich beim Skoda 50 im dritten Gang fahren muss.
So, und jetzt hat der Prüfer gesagt, such dir bitte eine Stelle zum verkehrsgerecht umkehren. Und jetzt nochmal ein großes Lob an die Fahrschülerin, perfekt gemacht. Sie ist gefahren. Es kann auch sein, dass er es jetzt erst gesagt hat, also irgendwie jetzt. Und dann ist sie jetzt die nächste Straße links gefahren. Und also jetzt ganz normal auf das Abbiegen konzentrieren, blinken, aufpassen mit dem Gegenverkehr, bremsen, runterschalten und nicht an das Umkehren denken, sondern erst wird ganz normal abgebogen. Schön rum. So. Und dann ist sie vorgefahren. So, dann ist sie jetzt langsam geworden, hat den Blinker rechts gesetzt. So, bisschen vorne. Hat hier angehalten und ist jetzt rückwärts hier drauf gefahren. Also den Rückwärtsgang rein, gucken, dass alles klar ist. Du kannst gleich voll nach rechts lenken und einfach hier rückwärts drauf fahren. So, nochmal vorne gucken, dass niemand kommt, dass alles okay ist. Hier langsam reinfahren. So, perfekt. Schön stehen bleiben. Dann den ersten Gang, Blinker links. Und dann geht es einfach links weiter. Und dann da vorne rechts wieder. Und somit ist die erste Grundaufgabe erfüllt. So, immer schön langsam ranfahren, gucken, wenn es frei ist, weiter ran. Denkt dran, fahrt bitte immer langsam an die Kreuzung ran, dass ihr wirklich schauen könnt und nicht nur so ein bisschen guckt oder gar nicht richtig guckt und dann rausfahrt. Hat man ganz schnell irgendein Auto oder vor allem Motorradfahrer oder Radfahrer übersehen. Genau, immer dran denken an das Blinken. Das macht es sehr gut. Muss ihn auch mal loben. Mit Blinker antippen und in den Spiegel schauen vorm Rausfahren. So, und jetzt kann ich wieder ganz entspannt fahren. Und auch hier gilt wieder für die Prüfung, wenn nichts los ist, dann einfach mal wieder ein bisschen gucken, dass ich nicht zu verspannt im Auto drin sitze, dass ich einfach locker da sitze. So, dann auch immer schön vorausschauend fahren, dass ich die Geschwindigkeitsbegrenzung rechtzeitig erkenne und dann mit der Geschwindigkeit an dem Schild unten bin. Genau, perfekt 70. Jetzt sehe ich hier 50 und 50 heißt wieder automatisch dritter Gang. Und dann schön im dritten Gang weiterfahren. So, und dann hat der Prüfer gesagt, fahren wir jetzt nach der Brücke links weiter auf die Kraftfahrstraße. So, jetzt schon weg vom Gas, ein bisschen langsamer werden. Sofort Spiegel, Blinker, dass er das erledigt hat. Und dann zur Mitte hin einordnen. So, jetzt bremsen, runterschalten in den zweiten Gang. Und abbiegen. Ist alles frei, abbiegen, nicht warten. Und jetzt haben wir wieder dieses typische Fahrschüler. Er guckt rein, weil von links ein Auto kommt, mit dem wir überhaupt nichts zu tun haben und wird langsamer. Und das ist falsch. Ihr müsst ganz klar zeigen, dass ihr wisst, wie hier die Vorfahrtssituation ist. So, in die Kraftfahrstraße, immer das Kinder. Dritter Gang mit Gas rein. Richtig Gas geben. Komm, mehr Gas. Du musst jetzt richtig Gas geben. Hier bleiben, die anderen sind alle schon rein. Und jetzt reinfahren, auf dem Gas bleiben. Blinker aus und jetzt schalten und aufhören mit Beschleunigen. Wir sollen 80 fahren, selber. Das ist auch so ein Fahrschülerphänomen. Und da hatte ich bei der letzten Prüfung oder bei der vorletzten Prüfung eine sehr unschöne Begebenheit. Und zwar war das eigentlich witzig, eigentlich traurig. Ich weiß nicht, wie ich es dazu sagen soll. Ich lerne den Fahrschülern immer rein in die Kraftfahrstraße, im dritten Gang Vollgas, ausdrehen und dann in den fünften schalten. Das gilt natürlich bei optimalen Bedingungen. Wenn du jetzt hier 80 fahren sollst, kannst du ja nicht den Gang ausdrehen bis 120. Und genauso, wenn eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Und diese Situation hatten wir bei einer Prüfung, dass wir
dass eine Baustelle war und eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 bei der Einfahrt in die Kraftfahrstraße. Und dann durfte er natürlich, wenn eine Geschwindigkeitsbegrenzung mit 80 ist, das Auto nicht bis 120 ausdrehen. Das kommt nicht so gut. So, immer ein bisschen aufpassen beim Reinfahren. Und ihr werdet jetzt erleben, dass die hundertprozentig alle reindrücken. Das heißt, wir haben eigentlich Vorfahrt und seht ihr, was passiert? Einfach rein. Und ich bin nicht mal davon überzeugt, ob die richtig gucken. Blinken sowieso nicht. Minus für diese Fahrer, aber die haben alle schon den Führerschein. Das heißt, da kann man nichts machen. So, die Tübinger Fahrschüler wissen, wir kommen jetzt an den Berg. Den Berg runter kommen die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ich fahre jetzt ja bei dieser Witterung sowieso nicht so schnell. Das heißt, die erste Geschwindigkeitsbegrenzung ist nicht so wichtig. Die 90, die habe ich ohnehin. Wichtig ist es immer, wenn schönes Wetter ist, dass ich nicht anfange, vor dem Berg zu überholen. An den Abstand denken. Also der Abstand ist jetzt so okay, aber ich darf nicht näher ranfahren bei der Witterung. Und denkt da immer ein bisschen dran im Film. Im Film verzerrt es schon ein bisschen. Also da, im Film finde ich immer, sieht es immer ein bisschen weiter aus wie in der Realität. So, wir müssen 70 fahren. Perfekt. So, und dann fahren wir jetzt die nächste rechts Richtung Stuttgart. So, ihr seht, da vorne haben wir jetzt das Ortsschild. Ab dem Ortsschild gelten ja 50, das heißt wieder theoretisch dritter Gang. So, und ihr müsst jetzt schon so langsam tun. So, dann können wir auch den Scheibenwischer wieder runterschalten, dass wir nicht verrückt werden. So, schön beschleunigen und gleich auf die Ampel schauen, das reicht noch. Wenn man schön Gas gibt und dran bleibt, dann reicht das. Gleich schalten. Hier riecht es ein bisschen nach Kupplung oder sowas, aber das sind nicht wir, sondern das kommt irgendwo von da vorne. So, es geht jetzt nicht rein in die Kraftfahrstraße, sondern der Prüfer hat gesagt, wir fahren die nächste rechts Richtung Böblingen. So, die Fahrschülerin heute Morgen ist jetzt auszusehen nach links gefahren, weil die so drin war im Reinfahren und ist dann gleich wieder rübergezogen. Gar nicht so beschleunigen, weil es geht hier gleich rechts raus. Das ist jetzt auch so eine Sache, blinke ich jetzt oder blinke ich jetzt nicht. Also kannst du halten wie der auf dem Dach. So, wir haben jetzt schon in die aktuelle Sendung einen Anruf hier, aber das kann ich jetzt leider nicht beantworten. Das ist auch gar nicht mein Telefon. So, jetzt kommt eine Sache. Die wird wieder ein bisschen schwieriger. Und zwar, ich komme jetzt um die Kurve rum und dann muss ich gleich sehen, von rechts kommt eine Straße und ich muss nach rechts rüber wechseln. Das heißt also jetzt gleich den Blinker rechts, aber nicht wechseln, sondern erstmal im Spiegel beobachten, wie es aussieht. Und dann jetzt, wenn es geht, mit Schulterblick aber rüberfahren. Weil ihr macht hier einen Fahrstreifenwechsel und das ist ganz wichtig, dass ihr da kurz in den toten Winkel reinschaut, bevor er rüberfahrt. So, sehr schön. So, genau, dann können wir auch wieder schalten. Hey, 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 das ist aber wichtig.
GZ aus, jetzt kommen wir wieder nach Tübingen rein. Das heißt also, ab da vorne sind wieder 50 und wir fahren geradeaus weiter. Immer ans Runterschalten denken. Das Auto, das protestiert schon ein bisschen. So, und dann fahren wir jetzt die nächste rechts weiter. So, gleich in den Innenspiegel, Blinker setzen und langsam werden. Und jetzt richtig bremsen und runterschalten. Hier geht es voll rein. Langsam rein, richtig langsam werden. Langsam rein. Die Fußgänger haben grün. So, und dann geht es jetzt geradeaus weiter. Und der Prüfer hat jetzt gesagt, wir folgen der Straße nach links. So, und ihr seht rechts vor links. Also langsam aufpassen. Richtig schauen. Gleichzeitig hochschauen. Nicht nur auf das rechts vor links, sondern ihr müsst auf beide Seiten schauen und stopp. Genau, da kommt ein Auto. Erster Gang. So, da kommen mehrere Autos, zwei, aber der fährt ziemlich knapp vorbei. So, und dann können wir wieder los. Sehr schön. So, wir fahren links weiter, nicht so wild losfahren, wir sind nicht im Rennen. So, guck mal. Und hier langsam um die Kurve, weil hier haben wir eine sehr enge Straße und auf dieser Straße kommen uns Busse entgegen. Das war gestern sehr angenehm, da haben die Busse gestreikt. Da sind keine Busse gekommen, aber heute müssen wir wieder damit rechnen, dass Busse kommen. Und es kann dann in dieser Kurve sehr eng werden, wenn ich da zu schnell rumfahre. Schalten. So, hier haben wir überall Vorfahrt, das ist keine Gefahr. So, und jetzt hatten wir heute Morgen bei der Prüfung, hat der Prüfer dann gesagt, hier wo das weiße Auto steht, musste die Fahrschülerin einparken, also neben dem Auto anhalten und rückwärts einparken. Und ich habe jetzt wieder E-Mails gekriegt, wo drin steht, zeigt es doch bitte in den Filmen auch, wie man einparkt und so. Wie gesagt, das ist jetzt eine Prüfungsfahrt einfach und ihr findet, wenn ihr einfach weitersucht, auch Filme von mir, wo das Einparken erklärt ist. So, wir gehen geradeaus weiter und fahren dann vorne an der Ampel links weiter. Vorne an der Ampel links, das heißt, nach links hin an die Linie einordnen, den Blinker links anmachen natürlich und dann vorne an der Haltlinie schön stehen bleiben. So, und jetzt ist es ganz wichtig, achtet immer drauf, wir haben nur eine Ampel ohne Pfeil. Das heißt, wenn wir grün kriegen, könnte Gegenverkehr da sein auf der anderen Seite und ich muss dann den Gegenverkehr, wenn der geradeaus fährt, durchlassen. Also immer da aufpassen. Erst rüber gucken, bevor ihr losfahrt. Und schön ist es immer, also ich bin immer an der Prüfung erleichtert, wenn wir keinen Gegenverkehr haben. Dann kann nämlich gar nichts passieren. Und wir möchten nach dem Abbiegen gleich wieder links fahren. Also nach dem Abbiegen gleich wieder links. So, dann geht's schön los. Und dann gleich losfahren, bevor das Auto kommt. Und an der Verkehrsinsel an der richtigen Seite dran vorbeifahren und nicht so losstarten. Das war jetzt einfach ein bisschen schnell. So, und dann immer, was ihr euch auch angewöhnen müsst, wenn der Blinker ausgegangen ist, macht immer den Blinker wieder rein. Das heißt, wenn ihr irgendwo steht und abbiegen müsst, dann normalerweise hört man ja das Geräusch. Wenn das Geräusch weg ist, macht den Blinker rein. Oder guckt einfach hier auf eurem Blinkerdings da und dann seht ihr, ob der Blinker aus ist. So, es geht links weiter. Das reicht. Ah, oh, das hätte noch gereicht. Oh, oh mein. Oh. Das hätte dem Prüfer jetzt auch hinten dem ganzen Koffer wäre jetzt alles runtergefallen und so. Also es hätte schon noch gereicht, aber wichtig ist immer, ihr müsst euch für eins entscheiden. Er hat sich fürs Bremsen entschieden. Es hat gereicht, also ist es trotzdem in Ordnung. Zwar ein bisschen heftig, aber okay. So,
immer. Natürlich, wenn ihr an der Ampel steht, schaut euch an, wo ihr hinfahren müsst. Man sieht hier, ihr müsst eine große Kurve fahren auf die rechte Seite. Dann natürlich immer die Ampel im Blick behalten. So, dann geht's jetzt los. Genau, gleich schalten, nicht so starten. Das wird man nachher noch ein bisschen üben, das Anfahren. So, und jetzt wieder ganz normal 50 fahren. So, dann fahren wir die nächste links weiter. Immer schön in den Spiegel schauen, Blinker setzen, gleich von Anfang an einordnen mit dem Spiegelblick. Gucken, ob es noch reicht. Nee, also einfach stehen bleiben. Genau. Auch so kein Risiko eingehen an der Prüfung. Also nicht versuchen, dann noch irgendwie drüber zu heizen oder so, sondern einfach ganz normal anhalten. So, los geht's. So, und jetzt seht ihr gleich da vorne. Da kommt wieder die Geschwindigkeitsbegrenzung. Tempo 30 Zone. So, und immer ganz deutlicher Spiegelblick, bevor du rausfährst. Immer schon von weitem gucken. Hier einfach durchziehen. Wir haben beide Hindernisse von unserer Seite. Das ist einfach. Genau. Wenn ich dem anderen Auto durch meine Geschwindigkeit anzeige, mehr oder weniger, ich fahre durch, dann habt ihr gesehen, dann tut er auch langsam. Wenn ich natürlich sehe, dass der jetzt auch drauf zufährt, dann warte ich einfach. Dann warte ich einfach langsam und warte. So, und hier die Geschwindigkeitsbegrenzung, die ist schon ewig lang und die bleibt auch. Das sind 20. Das heißt, ihr müsst ab hier 20 fahren. Und ganz wichtig, trotz 20 habt ihr Vorfahrt hier an der Kreuzung. Also ihr braucht nicht gucken, sondern ihr könnt einfach durchfahren. Ihr könnt euch vorne konzentrieren hier auf die Baustelle. Und da weiß ich natürlich nie, was mich erwartet. Da können natürlich irgendwelche Lastwagen, irgendwelche Sachen auf der Straße stehen. Das heißt, ich muss einfach aufpassen, ob mir der Platz auch reicht, wenn jemand entgegenkommt, und immer schön wegbleiben von den Autos. So, hier jetzt diese Fußgängerin, ist natürlich blöd, wenn die da läuft. Wenn ein Auto kommt, dann muss ich halt zur Not stehen bleiben. So, dann geht's hier rechts weiter. Und die 20 sind immer noch. Die 20 sind also so lang, bis ich aus der Baustelle rauskomme. So, sofort Blinker links. Immer, wenn ihr stehen bleibt, dann Blinker links. Okay, man hätte jetzt fahren können, aber ist egal. So, dann ist hier die Baustelle aus. Ich brauche jetzt aber gar nicht so viel Gas geben, weil da steht schon TÜV rechts. Das heißt, wir fahren die nächste rechts.
Hier nochmal ganz wichtig, unbedingt schauen, dass keine Fußgänger oder Radfahrer kommen, hier bei dem Abbiegen. So, und jetzt seid ihr schon fast auf der Zielgerade. Das heißt also, schön Gas geben, dritte Gang und 50 fahren. So, wenn ihr jetzt mitgezählt habt, wir hatten zwei Grundfahrübungen. Das Umkehren, das rückwärts einparken und jetzt fehlt noch eine, die immer gemacht werden muss. Und das heißt, der Prüfer hat jetzt gesagt, so, Gerd, übernimm. Das, der Prüfer, mit dem Prüfer duzt man sich, das ist eigentlich auch ganz angenehm. Und dann machen wir hier die Bremsung. Das ging dann nicht, da ein Motorradfahrer hindurch war, das wäre dann schlecht gewesen. Das heißt, wir haben dann die Bremsung nochmal verschoben und haben sie dann in der nächsten Straße gemacht. So, und jetzt, wie sagt man immer so schön beim Fußball oder irgendwo, wenn wir gerade WM haben, die Konzentration hochhalten jetzt. Jetzt sind es wirklich nur noch ein paar hundert Meter und das sollte jetzt echt nichts mehr passieren. Nicht gucken, dass ich das noch irgendwie vergeige durch irgendwas. So, wir fahren die nächste links. Ja, das könnte man ein bisschen schöner machen, ein bisschen langsamer. Und auch, guck mal da, boah, dritten Gang um die Kurve geeiert. Ein bisschen langsamer, jetzt nicht auf die letzten Meter nochmal alles versauen. So, schön schalten. Also hier haben wir die Bremsung gemacht dann heute Morgen. Dann jetzt die nächste rechts. So, und dann seid ihr jetzt wirklich auf der Zielgeraden. Genau, nochmal. Und hier jetzt nochmal auf alles achten. Nochmal richtig dann in den Spiegel schauen, im Blinker, dass alles nochmal richtig kommt. Dass, wenn sich der Prüfer jetzt überlegen würde, soll ich den bestehen lassen oder nicht, dass er dann ihm wirklich nochmal die richtige Show bietet und richtig die in die Spiegelstadt alles nochmal richtig macht, dass er dann sieht, okay, er macht es, alles klar, das passt doch. So, wir können das Ziel für uns sehen. Die nächste links. So, und jetzt richtig ganz langsam nochmal runter in den ersten Gang. Ganz langsam rechts vor links. Nochmal gucken. Passt. Langsam. Und dann fahren wir jetzt die nächste rechts zum TÜV rein. Perfekt. Einfach stehen bleiben hier. Kein Risiko mehr. Wir haben noch 20 Meter und da versauen wir nichts mehr. Okay. Jetzt Blinker rechts. Ganz langsam hier rein. Enge Kurve, immer auf der rechten Seite reinfahren. Und dann schön nach links in die Mitte und anhalten. So, dann jetzt Stopp. Okay, ob das die Mitte ist, können wir uns jetzt ein bisschen streiten. Das ist eher so vorne. Aber lassen wir es mal gelten. Das heißt, jetzt kommt wieder das ganze Prozedere mit verkehrsgerecht abstellen. Das heißt also, parkfertig abstellen. Handbremse, Hammer, erste Gang einlegen. So, den Schlüssel raus. Das Lenkradschloss einraschen lassen. Und das war's wieder.